Vielen Dank. Sagen Sie mal, das Mädchen, das eben gelaufen ist. Die war nur mal so zur Probe. Hier ist eine totale Anfängerin. Mich würde viel mehr interessieren, was Sie von Jennys neuer Choreografie halten in unserem Werbespot für den Powersnack. Der Papi. Oh, die Jule. Vanessa. Findest du es eigentlich toll, uns wie den letzten Dreck zu behandeln? Ja. Boah. Sie entschuldigen mich einen Augenblick. Bist du wahnsinnig? Das ist der Präsident des BDE. Was fällt dir ein, mir vor, seinen Augen eine Szene zu machen? Jetzt denk doch mal an Jenny! Jenny, Jenny, Jenny. Es geht immer nur um Jenny. Anscheinend bin ich euch total egal. Es geht immer nur um Jenny. Die gleichen Probleme wie heute. Voll. So geil, ne? Die hat immer ihren eigenen Kopf gehabt. Bitte, bitte nicht schon wieder. Deine Schwester ist deutsche Vizemeisterin. Na und? Vanessa, es reicht. Hast du den Move gesehen? Boom. Oh mein Gott, was sind das für geile Szenen? Jenny weiß wenigstens, wie man sich in Gesellschaften zu benehmen hat, im Gegensatz zu dir. Klar. Die kleine, fette Vanessa ist einfach nur peinlich. Ihre Stimme auch. Oh, ist noch viel kindlicher. Ja. Euch wär's doch am liebsten, wenn ich gar nicht existieren würde. Ach, ich hoffe, du hast Müller-Hirschfeld gesagt, dass Diana nicht für uns laufen wird. Ja, natürlich habe ich das. Gut. Tatjana, richtige Latina, ne? Temperament Latina muy caliente. Tatjana. Oh, die Mutti sieht aber auch toll aus. Mhm. Wie das Zentrum dann noch aussah, ne? Total also anders. Denselben Pool haben wir schon seit 15 Jahren, aber das Drumherum hat sich ganz schön geändert. Gibt es eben kein Taschengeld mehr? Was bringt das? Vanessa hat eine Kreditkarte. Mann, was soll denn das? Was hast du denn davon, wenn ich bestraft werde? Wie wär's mit Hausarrest? Hallo, ich bin hier. Ihr könnt gerne mit mir persönlich Vanessa? Reden. Vanessa, ich denke, ich habe mich deutlich genug ausgedrückt. Du wirst nie wieder irgendwelche Fremden mit nach Hause bringen, die ich nicht vorher abgesegnet habe. Geschweige denn, sie bei dir übernachten zu lassen. Ist Mama. Das klar? Ob das klar ist? Aber die Stimme ist noch geblieben. Ob ja. Das klar ist? Ob das klar ist, ja. Ja. Gut. Am meisten leid tut mir Julian. Also mit so einem Bruder ist er wirklich gestraft. Tim ist cool. Wen rufst du an? Was denn noch für ein Handy hatte? Was war das? So ein kleines. Tim, der kriegt gerade bestimmt den Mega-Anschluss von seinem Bruder. Aber das kommt überhaupt nicht in Frage. Wieso? Weil deine Mutter das so will. Ich will doch nur wissen, ob er zurück ins Internat muss. Das will ich doch schwer hoffen. Nur ganz kurz. Schluss jetzt. Ab sofort hast du keinen Kontakt mehr zu diesem Tim. Voll die freshe Szene, fand ich. Voll so cool. Lebendig. Fand ich auch. Voll Action. Auf jeden Fall krass, dass es erstmal immer noch die gleichen Probleme sind wie heute. Voll. Es geht immer noch um den BDE, um das Eislaufen. Und um Steinkamp-Krieg. Ja, bis darauf, dass alle irgendwie 15 Jahre älter geworden sind, hat sich nicht viel verändert. Und sie hat eine andere Frisur. Ja, stimmt. Alle hatten damals ein bisschen volleres Haar.